Yo, mein Sparkopf, willkommen zu einem neuen Video. Kennst du diese Situation, wenn du mal was kaufst, so ein paar Stunden oder Tage danach, bereust du dann so voll den Kauf, du hast Zweifel daran, du fragst dich eigentlich, was habe ich denn da schon wieder gemacht, wieder viel zu viel Geld ausgegeben, ich brauchte das gar nicht, war völlig unnötig. Dann habe ich jetzt mal in dem Video wieder so eine kleine Frage für dich, ja, die du dir stellen kannst beim Kauf, beim Konsumieren, und die könnte dich dann eventuell vor dieser Situation schützen. In einem anderen Video habe ich dir schon mal diese Frage an die Hand gegeben, brauche ich das oder will ich das? Und in diesem Video möchte ich dir so eine zweite Frage geben. Es geht nämlich um die Frage, würde ich dieses Produkt morgen auch noch kaufen? Da geht es einfach darum, sozusagen diesen kurzfristigen Impuls, den ich irgendwie habe, wenn ich jetzt zum Beispiel durch so eine Einkaufsstraße gehe oder vielleicht in einem Supermarkt irgendwas sehe, wo ich gerade so voll irgendwie Appetit drauf hätte, dass ich mich dann so frage, würde ich eigentlich das morgen auch noch kaufen? Oder ist das gerade wirklich einfach nur so ein spontaner Impuls aus irgendeiner Laune heraus, die mich hier irgendwie zum Kauf bringen will? Wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, ich habe letztens den Fehler gemacht, ich bin hungrig einkaufen gegangen nach dem Training direkt. Ja, und dann war es nämlich so, dass ich wieder irgendwas gesehen habe, wo ich irgendwie so voll Appetit drauf gehabt hätte. Ich hätte voll Bock drauf gehabt. Aber dann habe ich mich gefragt, würdest du morgen das auch noch kaufen? Beziehungsweise würdest du das einfach kaufen, wenn du jetzt keinen Hunger hättest? Wenn du, ja, sozusagen unter normalen Umständen einkaufen gehst? Ja, und dann habe ich mich besonnen und gesagt, nee, ich würde es dann nicht kaufen. Das ist gerade nur so ein spontaner Impuls, die Lust drauf, der Appetit, und deswegen lasse ich es liegen. Und es hat mir auch schon geholfen, zum Beispiel beim Online-Kauf. Da war so in den letzten Monaten immer wieder, wenn es mal so ein Angebot auch gibt, irgendwie für Nike-Free-Schuhe, das sind so meine Lieblingsschuhe. Und wenn ich Geld scheißen könnte, würde ich, glaube ich, 100 Paar davon haben. Dann habe ich mich gefragt, okay, würdest du das morgen auch noch kaufen? Brauchst du das gerade? Nö, brauche ich nicht. Okay, so, jetzt war es aber dann so, dass jetzt vor ein paar Monaten meine Schuhe so langsam kaputt gegangen sind. Ich dann auch schon immer mal jetzt geguckt habe, gibt es wieder irgendwo ein schönes Angebot. Ja, und dann gab es wieder letztens einen richtig schönen Rabatt bei einem Anbieter auf die Schuhe. Und dann habe ich mich gefragt, okay, würdest du, wenn morgen dieses Angebot oder nächste Woche meinetwegen auch, wenn du dieses Angebot sehen willst, würdest du dann auch zuschlagen? Und dann habe ich mir gesagt, ja, denn ich möchte ein neues Paar Schuhe haben, sind kaputt, ich möchte dieses Modell nochmal haben, schwarz-weiß, passt gut zu verschiedenen Sachen und so weiter. Habe ich mir gesagt, ja, okay, ich hol's. Ja, und ich hoffe, diese Frage kann dich vielleicht davor schützen, irgendwie so in die Situation zu kommen, dich vor, ja, irgendwie einen Kauf zu bereuen und dich quasi zu schämen für deinen Konsumzwang. Ich werde dir mal noch das Video hier unterhalb des Videos mit der Frage brauchen oder wollen verlinken. Einfach raufklicken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Auch diese Frage kann dir helfen, Geld zu sparen. Und dann hier nebenan, neben dem Video, da kannst du einfach mal dich jetzt bei sparenmitkopf.de gerne in den Newsletter eintragen. Da lernst du zielgerichtet und automatisiert zu sparen, um so ein kleines Geldpolster oder gerne auch ein größeres Geldpolster aufzubauen, das dir einfach so ein bisschen Sicherheit gibt, egal jetzt in welcher Lebenssituation du bist, dass du einfach nicht ständig immer an das Geld denken musst und irgendwie Sorgen haben musst, dass irgendwas passiert und du dann irgendwie pleite gehst, sonst was, dass dir das einfach so ein Stück Sicherheit gibt. Und ja, trag dich da einfach ein und dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Abonnier noch gerne den Kanal, hinterlass einen Kommentar und gib einen Daumen hoch. Teile das auch gerne mit Freunden, dass du dem oder denen du das Video gerne zeigen möchtest. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, dein Chris von Spar mit Kopf.